Ja, nun zu unserem im Schlafdelirium gehaltenen Vortrag über Neuland-Euphonie. Neuland-Euphonie, das ist ein Wort, das wohl eher bei Menschen mit schöngeistigerem Wortschatz Sinn ergeben wird. Es heißt so viel wie wohlklingendes Internet oder Internet-Wohlklang. Was möchte man damit implizieren mit unserem Projekt? Es soll das Internet ein bisschen schöner machen. Und was heißt schöner? Wir haben einen Proxy programmiert und dieser Proxy, der bearbeitet die Webseiten, die man ansurft. Wir können das ja mal eben zeigen. Eine unglaublich tolle Webseite. Ja. Genau. Wir haben Bilder und Text auf den Webseiten und beide werden etwas tendenziös bearbeitet und quasi zur Unkenntlichkeit karikiert. Genau. Das Ganze soll am Ende als Multimedia-Aktion laufen. Man hat einen LAN-Port oder einen WLAN-Port und diese beiden, meiner Meinung nach, sind das physiologische Grundbedürfnisse und der Mensch wird dann natürlich gleich andocken und wird bemerken, das Internet ist zensiert. Wir in Deutschland haben momentan das Glück, dass niemand in besonderem Maße versucht, die Meinungshoheit zu ergreifen. Das ist in anderen Ländern nicht so, in der Türkei, in China beispielsweise, in Nordkorea. Und wir wollen darauf aufmerksam machen mit diesem Projekt. Wie wir diese Magie in die Rechenmaschine gebracht haben, wird uns jetzt unter anderem Karl sagen. Ja, also wie haben wir das Ganze gemacht? Das Ganze besteht, wie man vielleicht schon erkannt hat, aus drei großen Teilen. Zum einen das Ersetzen der Bilder, das Ersetzen der Texte und am Ende noch eine hübsche Statistik, die das Ganze visualisiert. Das Ersetzen der Bilder funktioniert eigentlich darüber, dass, da wir ja einen Proxy haben, jedes Bild, das aufgerufen wird, natürlich über den Proxy aufgerufen wird, also kann der auch einfach schauen und es durch... erst wenn es aufgerufen wird durch ein zurechtgeschnittenes Katzenbild oder später auch mal Einhornbild ersetzen. Ja, zum Ersetzen der Texte. Also wir verwenden CouchDB, das ist eine Datenbank. Und da schreiben wir praktisch in die Tabelle links das Wort, was wir ersetzen wollen und rechts ein oder auch mehrere Wörter, die das ersetzen. Ist es ein Wort, wird es logischerweise eingesetzt, wenn es mehrere wird, per Zufall eins von diesen mehreren Wörtern ausgewählt und dann eingesetzt. So, ich habe die Datenbank aufgegriffen und zwei Statistiken dazu angefertigt. Können Sie eventuell den Bildschirm mir zeigen? Genau, die erste Statistik zeigt an die verschiedenen URLs, die aufgerufen wurden und wie viele Wörter dort geändert wurden, zusammen wie viel dort zensiert wurde. Und das halt mal geordnet von am meisten zu am wenigsten. Und dann noch die zweite. Das sind halt die ersetzten Wörter und die Anzahl. Also es zeigt einfach an, welche Wörter wurden zensiert und wie viel mal wurden die zensiert. Auch wieder hier sortiert von meisten bis zum geringsten. Und wie man sehen kann, ist hier unten nochmal eine Gesamtanzahl. Das ist bei allen beiden Tabellen und zeigt an, wie viele Wörter halt zensiert wurden. Ja, und dann haben wir das natürlich auch jetzt noch nicht perfekt und fertig und haben auch noch weitere Ideen, was wir gerne einbauen wollen. Und wir haben uns gedacht, Katzenbilder, die sind ganz nett, aber Katzenbilder werden auch irgendwann langweilig. Also gibt es dann auch Einhornbilder. Und weitere Ideen waren, dass man nicht nur... dass man natürlich nicht nur einfach Wörter austauschen kann gegen andere, was dann nicht immer im Textzusammenhang passt, sondern dass man da natürlich auch noch schauen kann, dass man das in Text einpasst und da besser drauf eingehen kann. Oder auch, dass man nicht Wörter ersetzt, sondern einfach durch schwarze Balken ersetzt oder den Boden, ja. Ich würde sagen, ich danke erstmal für die Aufmerksamkeit und falls ihr Fragen habt, kommt gerne zu uns. Wir zeigen euch auch das Programm gerne. Ihr könnt euch das ansehen und damit spielen vielleicht auch. Vor allem möchte ich auch noch unseren Mentorinnen und Mentoren danken.
weil sie uns so tatkräftig beiseite standen, als wir unsere Algorithmen implementieren mussten. Und außerdem ist JugendHack eine absolut fantastische Veranstaltung, die es absolut in mehr Städten geben sollte und wo auch noch viel, viel mehr Menschen herkommen sollten. Da sollte viel mehr die Werbetrommel gerührt werden. Deshalb, alle, die hier sind, macht einfach irgendwas dafür, dass hier Menschen herkommen. Danke.